Alles wird teurer, die Mieten und die Lebensmittel. Geht sich ein Urlaub heuer überhaupt noch aus? Wenn ja, wohin? Oder wie viel teurer wird der ganze Urlaub? Das wollen wir wissen und fragen nach. Ja, ich war jetzt 6 Tage in Zypern. Also gestern bin ich wieder im Lande gekommen. Und im Juli Familienurlaub mit den Kindern und Ehemann 2 Wochen nach Italien. Ja, tatsächlich nach Malaysia. Weil mein Bruder dort lebt und den fahren wir besuchen. Wir fahren nicht gern. Sicher nicht. Und vielleicht in Österreich ein paar Tage frei? Nein. Auch nicht mal? Nein. Ja. Nein, das geht nicht. Mein Mann muss zahlen 200, 300 Euro wegen Gas oder Elektrik und Essen. Essen ist Doppelpreis jetzt, momentan, ja. Wir können das nicht machen. Na, geht nicht. Ja, wie jedes Jahr zu Mama nach Hause in die Türkei. Das kostet mich nichts. Essen gratis, Unterkunft gratis. Ich muss nur den Weg zahlen. Das heißt, geben Sie gleich viel aus oder mehr für die Reise? Weniger. Als wenn ich in Wien leben würde, gebe ich viel weniger aus, weil es bleibt ja die Kosten erspart, weil ich ja von der Mama mich ernähre. Somit muss ich nicht zahlen. Es ist im Moment alles sehr teuer, dass wir einen Urlaub anders überhaupt nicht planen können. Ist nicht mehr möglich. Auf jeden Fall. Um wie viel teurer, was schätzen Sie mit Benzin? Sie fahren wahrscheinlich mit dem Auto, oder? Selbst die Preise in Jesolo haben wir heuer 700 Euro mehr bezahlt. Und Benzin sowieso, also die jetzigen Preise, es kommt schon teurer. Nee, sehr teuer. Sehr teuer tatsächlich, ja. Aber es ist halt ein Familienbesuch und dann nehmen wir es halt in Kauf. In diesem Land ist Katastrophe, ich denke, und viele Menschen hat Katastrophe leben jetzt. Und die Preise auch. Wenn wir gehen einkaufen, die essen, ist nicht normal. Sehr viel teurer. Sehr viel teurer. Also uns Doppelte auf alle Fälle gestiegen alles. Also meine Tochter macht zurzeit ein Studium und sie hat eine Zeltwoche, musste sie planen. Hat uns gekostet 648 Euro für 3 Tage. Ja? Und fahren Sie mit dem Auto in die Türkei oder wie? Ich fahre mit dem Auto. Das heißt, die Benzinpreise, großer Unterschied? Es ist noch teurer als letztes Jahr, aber es ist noch immer günstiger als der Flug, weil der Flug kostet im Moment um die 700 Euro pro Person und letztes Jahr hat es gekostet zu 2700 Euro. Also es ist schon erheblich gestiegen.